dass ich jetzt irgendwie 9,5 Wochen am Stück da drin hänge. Ich glaube, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Schon die Begrifflichkeit Flüchtling ist falsch. Es sind illegale Einreisende, Invasoren könnte man auch sagen. Also wer hier möchte, dass weniger Asylbewerber ins Land reinkommen, ist ein Verfassungsfeind. Wie würde es denn mir gehen, wenn ich in einer solchen Situation wäre und sich entsprechend zu verhalten? Ich halte das alles für sehr gefährlich, zumal eben die Integration schon der relativ gemäßigten westlichen Türken in diesem Land ja nicht wirklich geklappt hat. Jetzt bekommen wir Leute aus Ländern, in denen diese westlich-säkulare Tradition der Türkei niemals gelebt wurde. Da wird die Integration im Zweifel noch sehr viel schwieriger sein. Natürlich kann das Probleme geben. Also ich glaube tatsächlich, wir müssen gucken, dass wir die Leute gut integriert kriegen. Und dafür muss man sich aber gegenseitig auch die Hand reichen. Ja, man muss auch die Bevölkerung ansprechen. Die Bevölkerung muss offen dafür sein, Leute zu integrieren. Ja, Mann. Und es ist ein Integrationsprojekt eben auch für die Helfer. Also ich war in Mülheim noch nie so gut integriert wie jetzt. Ja, wenn ich durch die Straßen laufe, dann muss ich ständig Hallo sagen. Weil mich entweder irgendwelche Mülheimer kennen oder weil halt gerade ein Flüchtling vorbeikommt. Dann sage ich Nackerle anstatt Hallo. Ja, der Helferkreis, das ist auch ein Freundeskreis irgendwie. Man trifft sich da ständig, unterhält sich und freut sich. Wir haben viel zusammen helfen können, dass die Menschen im Stadtteil dann ankommen. Weißt du, weil das ist ja für die dann auch fremd. Dann haben sie kein Heim mehr um sich rum mit Menschen, die ihnen helfen, sondern müssen dann klarkommen, wie ist das mit der Schule, Kindergarten und, und. Dann haben wir dann gematcht, also sozusagen in Sportverein, in die Kirchengemeinde, wenn da Menschen gläubig. Also weißt du, so, was dann alles so ist, so ist dann diese Aktivität des Vereins Ankommen entstanden. Das liegt in unserer aller Pflicht und nicht nur in der Deutschen, sondern auch in der Pflicht der Leute, die hier ankommen, dass man sagt, okay, man möchte hier zumindest ja, erstmal eine relativ lange Zeit verbringen. Also muss man auch gucken, dass man es irgendwie hinbekommt, dass es ein Miteinander gibt. Das ist nicht einfach, das wird auch nicht einfach, das ist eine Mammutaufgabe. Aber ich glaube, dass es funktionieren kann, wenn wir uns darauf einlassen. Also Barmherzigkeit ist immer eine Sache des Einzelnen gewesen. Es gab nie so etwas wie eine staatliche Verpflichtung. Also das heißt, wenn jemand persönlich Leuten helfen will, hat er meine volle Unterstützung. Man darf bloß daraus keine politischen Forderungen ziehen und sagen, der ganze Staat oder auch alle anderen müssten ebenso ticken. Ich persönlich sehe das so, mit so einer Einstellung kann man keine Demokratie machen. Ja, mit einer Einstellung, in der Staat alles machen soll, kann man nur irgendeine Form von Diktatur machen. Ich finde auch nicht, dass es rein staatliche Aufgabe ist. Also ich finde schon auch, dass wir zusammenhalten müssen und zusammen was tun müssen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und natürlich kann man auch sagen, der Staat müsste von sich aus auch mehr tun und sich dürfte sich nicht darauf verlassen, dass die Gesellschaft was tut. Demokratie ist eigentlich, also lebt ja von der Beteiligung der Bürger und vom Verantwortungsgefühl und vom Übernehmen von Verantwortung durch die Bürger. Und dann ist der Staat doch nur ein Umweg. Dass wir uns an einen Tisch setzen, zusammen mit den städtischen Verantwortlichen, mit dem Sozialdezernat der Stadt und überlegen, wie können wir das jetzt gut miteinander entwickeln. So wie das hier, es gab ja einen Krisenstab, als diese Züge hier ankamen. Da ist ja auch gemeinsam überlegt worden, wie geht das jetzt? Also zielorientiert jetzt das zu organisieren. Und das geht genauso aus meiner Sicht in der alltäglichen Unterstützungs-
Integrationsarbeit im Stadtteil. Das eben auch gemeinsam mit den Kräften zu tun, die da ein Know-how haben. Und ich glaube, dass schon beim Ehrenamt die Integration anfängt. Ich würde mir wünschen, dass sich jeder ein bisschen mehr mit diesen Menschen beschäftigt und dadurch auch irgendwie diese Schwellenangst abbaut. Also ich glaube, viel hat einfach mit Angst zu tun, also viel Hass oder hinter viel Hass steht Unwissenheit und Angst. Ich glaube, das könnte man abbauen, indem man einfach mal sich begegnet und ein Miteinander schafft. Und das ist natürlich bei Ehrenamt gegeben. Also ne, die Leute, die ehrenamtlich arbeiten, die gehen ja schon mal diesen ersten Schritt. Ich weiß nicht, was passieren kann, wenn man sich auf einen Menschen einlässt, der anders ist als man selbst. Mal gucken, vielleicht entwickelt sich was, vielleicht auch nicht, kann natürlich auch sein. Aber ich bin neugierig. Die meisten hatten ja vorher einfach keinen Kontakt zu denen. Und da sind die Müller immer auch am Anfang ein bisschen distanziert gewesen. Und da merken wir, seit wir die Mannschaft haben, dass diese Distanz ziemlich weggefallen ist. Es ist einfach eine schöne Aufgabe, eine erfüllende Aufgabe. Ja. Und man gewinnt Freunde. Damit muss man rechnen. Aber ich habe noch keinen Helfer getroffen, der irgendwie bereut, diese Arbeit zu machen, sondern alle sagen, sie gewinnen dadurch wahnsinnig viel. Ihr Leben ist viel reicher. Sie fühlen sich viel besser, weil sie das Gefühl haben, was Gutes zu machen. Also nicht irgendwie was Richtiges, sondern das natürlich auch, aber was Gutes. Das fühlt sich wahnsinnig gut an. Drei Eigenschaften, die ich mir von der deutschen Gesellschaft wünsche. Drei Eigenschaften, die ich mir für die deutsche Gesellschaft wünsche. Diese drei Eigenschaften sind Herzenswärme, Weltoffenheit, Solidarität. Toleranz, Freundlichkeit und Lockerheit. Politische Klugheit, Toleranz dort, wo sie angebracht ist. Und ein gewisses Selbstbewusstsein, das darin besteht, zu seinen demokratischen und republikanischen Werten zu stehen. Mut, Offenheit, einfach machen. Eine Machermentalität. Wir wollen in der Stadt. Wir wollen den Weg zurück. Das ist ja. Der Stadt. Komm, setz dir. Ja.